Genau, also ich war im Aarhus, also in der Zweig LISA, also Linz International School Aarhus, was ja eher Sprachengymnasium ist per se. Und dann habe ich mir halt nur gedacht, ja, ich wollte eben als erste Sprache machen, bis ich dann drauf gekommen bin, okay, jetzt kann ich die Sprache schon, eigentlich wäre es cool, wenn ich nur was Weiteres erlernen würde. Und dann hat mich die Technik interessiert, weil ich war in dem Young Polymer Scientist Programm von der Borealis drinnen. Dadurch bin ich dann auch auf Kunststoffe gekommen, wodurch ich dann an die FH Wels gekommen bin, weil halt das die technische FH ist in dem Gebiet. Und FH habe ich mich deshalb entschieden, weil es halt praxisnäher ist und weil sie halt auch gesagt haben, dass man gleich in die Firmen Einblicke kriegt, was dann für später für mich wichtig war, dass ich dann nicht 10 Jahre studiere und dann danach noch immer nicht weiß, was ich machen will. Und genau. Und dann dadurch bin ich immer auf das Studium gekommen, auf Leichtbau, weil das auch eben neu war, wollte das halt gleich ausprobieren, weil man dachte, warum nicht. Und der Einstieg war eigentlich ganz okay. Also das erste Jahr war schon eher lernintensiv mit den ganzen Mechaniksachen, aber man steigt von vorn an und es kann wirklich jeder schaffen. Also bei mir war es so, ich bin ja dann eine Jahrgangssprecherin geworden von dem Studium, wodurch ich dann mit jedem eigentlich gleich viel Kontakt gehabt habe, was mir auch wirklich geholfen hat am Anfang, weil es sind jetzt schon die meisten in der HTL gegangen und die Kinder das dann halt auch einfach erklären, wie die Professoren sagen, einfach in einem Gespräch, in der Pause oder nach der FH per se, bei einem Bier vielleicht. Und dann versteht man das doch eher leichter. Wenn man es zum Beispiel ein Loslager erklärt kriegt mit einem Zug oder so, dann ist das natürlich verständlich am Anfang. Durch die FH hat man dann auch die Möglichkeit, dass man sich Firmen intern anschaut, also man hat viele Exkursionen. Und wir sind dann auch zum Beispiel im Studiengang auf die größte Kompositmesse gefahren, auf die CEC in Paris. Und dann habe ich auch noch mit einer Kollegin die Möglichkeit gehabt, dass wir nach Montreal eine Woche fahren, auf die Global Aerospace Summit und sich das ein bisschen praxisnäher anschauen und das Ganze mit einem Aufenthalt in Montreal sozusagen verknüpfen können, was auch ziemlich cool war. Und auch, dass man die ganzen Leute sieht und dann auch das Ganze mal auf Englisch zum Singen. Und das ganze Netzwerk zum Aufbauen ist halt an der FH eher einfacher, würde ich sagen. Also die Bachelorarbeit war in Vietnam beim Automobilhersteller in der Prozesstechnikoptimierung und Werkseröffnung. Und dann bin ich übergegangen zu BRP Rotax, wo ich dann in die eher Topologieoptimierung und additive Fertigung mal das angeschaut habe. Und jetzt bin ich bei einem jungen Startup in Linz, wo wir eine mobile Recyclinganlage für Carbonfaserabfälle anschauen. Also da hat man dann wirklich das ganze Bereich abgedeckt, wenn man will, und kann sich dann außerpicken, wo will ich denn später mal sein. Und das ist schon eine coole Möglichkeit an der FH, dass man das gegeben hat. Und für die Zukunft ist man dann auch eher offen gehalten. Also man muss sich dann nicht gleich Master spezifizieren, wo man dann auch hin will, weil, wie schon erwähnt, haben wir ziemlich viele Branchen offen und wir sind nicht halt die Experten im Gebiet, weil es der erste Studiengang in der Branche ist, also in der Kompositentwicklung, was dann ziemlich gut ankommt, aber die Firmen. Und ich glaube, da hat man dann ziemlich hohe Jobchancen.